Nach dem verzweifelten Versuch der IBG, eine nukleare Pattsituation zu erzwingen, ist der Präsident heute früh zu Beratungen mit Vertretern des Sicherheitsrats eingetroffen. Dieser hat den Asiatischen Pakt autorisiert, gegen die internationale Befreiungsgruppe mit aller Härte vorzugehen, um dadurch die Wiederherstellung der Ordnung und des Friedens in ganz Europa zu garantieren. Der Präsident sprach wiederholt vor den Vertretern des Sicherheitsrates ein tiefes Bedauern aus über den unvermeidbaren Einsatz von Atomwaffen, die in dem derzeitigen Feldzug gegen die Truppen der internationalen Befreiungsgruppe eingesetzt worden sind. Live aus Europa mit Nachrichten von Sun Meijing. Guten Tag, Commander. Nachdem wir die Offensive der IBG gestoppt haben, wird es nun Zeit, zurückzuschlagen. Unsere Operationen haben in aller Welt großes Aufsehen erregt. Alle Augen sind nun auf uns gerichtet. Ein langer Feldzug wäre daher schlecht für unser internationales Ansehen. So. Wir müssen diese Stadt aus dem Würgegriff der IBG. Also, damit sage ich jetzt erst einmal ein Willkommen zurück zu der dritten Mission der China-Kampagne. Und das ist die mit Abstand wirklich lästigste Mission ever. Also wirklich, sowas von abgrundartig lästig und absolut nervig diese Mission auch immer ist. Die regt mich eigentlich so richtig auf, bis zum geht nicht mehr. Weil ich glaube, in dieser Mission habe ich, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, über eine ganze fucking Stunde dran gesessen mit sonst wie vielen Neustarts, weil quasi entweder immer die Zustimmung hat eben dann bei Null war oder beziehungsweise deine Truppen halt eben durch diese lästigen Scud-Raketen instant mit zerlegt wurden, du natürlich dann nicht mehr mitbauen konntest, weil du dann logischerweise keine Rohstoffe mehr hattest und einfach nur lästig bis zum geht nicht mehr. Es sind zwar nur 6 Statuen hier, die man nur zerlegen müssen, aber das sind für mich schon ein paar zu viel. Oder eher gesagt, wenn es hier mit diesem internationalen Ansehen nicht wäre, dann wäre mir das vielleicht vollkommen Wurst, weil dann baust du deine Armeen hiermit aus. Obwohl, so gesehen sind ja alles kleine Armeen, also Ameisen. Und dann legst du so gesehen noch hier dann mal so nach und nach mal so straight mit los. Aber das Ding ist natürlich jetzt wie folgt dargestellt. Solange du... Achtung, ihre Abwehrstellungen sind... Genau, also, solange du selbst jetzt nicht diese ganzen Statuen mit angreifst, habe ich zumindest auch mal nachgelesen, greifen natürlich auch die TL-Truppen natürlich jetzt hier nicht hier aktiv mit an. Wobei es natürlich auch so einige Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel welche, die randommäßig mit da sind, aber... Sonst kannst du eigentlich, und das ist auch das, was ich hier in dieser über einen ganzen Stunde versucht hatte, was mir dann auch später dann wohlbemerkt mit gelungen ist, nach keine Ahnung wie vielen Fehlversuchen, dass du quasi deine Einheiten so gut koordinieren konntest und quasi diese ganzen Statuen, das ist ja so gesehen der Grundsatz an dieser Stelle, du musst lediglich nur diese ganzen Statuen mit zerstören und das noch bevor quasi der internationale Ansehensstatus hier auf Null oder so nach unten gesunken ist, dann ist quasi diese Mission mit zu Ende. Das heißt, du musst quasi nicht die komplette GLA-Basis hier mit zerstören. Und hier wäre es eigentlich, muss ich auch sagen, an sich auch viel besser, wenn du vielleicht auch hier noch den aufgebrachten Mob noch mit hättest, weil dann könntest du hier ohne Probleme hiermit durchrushen, was das Zeug hält, bevor die Gegner auch nur ansatzweise bis 3 zählen können. Das sind hier nicht nur die ganzen Statuen mit weg, sondern auch die komplette Basis. Also, aufgebrachter Mob for the win halt. Na gut. Was habe ich hier eigentlich so mehr oder weniger mit vorgehabt? Und zwar, ich schicke hier zumindest ja zwei
Faust, mach es hiermit los. Die sollen zumindest diese ganzen Scud-Raketen, also die mobilen Scud-Raketen, sollen sie natürlich ja mehr oder weniger mit herauslocken, damit diese natürlich dann entweder die Panzer mit angreifen oder beziehungsweise ihre Rakete mehr oder weniger gezielt auf meine restlichen Bodeneinheiten mitschicken. Wobei diese natürlich dann halt eben nicht mittreffen sollten und dass wir dann diese lästigen Scud-Raketen dann wunderbar mit zerlegen können. Und ein kleiner Funfact gibt es auch an dieser Stelle, das werde ich dann für euch auch hier dann mal in einer vergrößerten Form mitsehen. Nicht nur wir können quasi dafür sorgen, dass die Statuen mit zerstört werden, sondern quasi der Gegner selbst kann auch dafür sorgen, dass seine eigenen Statuen hier mit zerstört werden. Das sollte sogar, wenn ich mich recht entsinne, sogar gleich mit eintreten. Also das werde ich dann mal für euch mal extra mal hier in einer vergrößerten Form mit darstellen. Da haben wir schon diese lästigen Scud-Raketen. Und ja, es wird Zeit, jetzt erstmal den Rückzug mit anzutreten. Ich glaube sogar, jetzt müsste es doch... War das so? Ich glaube jetzt. Unser internationales Ansehen. Ja gut, internationales Ansehen leidet, interessiert uns mal eigentlich mal überhaupt nicht. Ah, na bitte, da haben wir es. Wie wir es natürlich hiermit sehen, also ich werde es dann für euch in einer viel größeren Form mit darstellen. Werden wir Zeuge davon sein, dass der Gegner selbst diese Statuen für uns mit zerlegen kann. Da hatte ich zuerst auch anfangs gedacht, ob es vielleicht halt eben möglich wäre, in Anführungsstrichen, das halt eben zu tun. Tut es aber natürlich nicht. Na gut, jetzt haben wir erstmal hier einen kleinen Schnitt erstmal hier mit drin. Und ja, wie man natürlich damit sehen kann, ist natürlich das internationale Ansehen ja gleich wieder sonst wie weit unten. Ich schicke natürlich da explizit auch ein paar Einheiten hier zu dieser kleinen Pumpstation dort oben mit hin, weil da kannst du wenigstens die ganzen Einheiten, die halt eben dann dort oben alle sind, die kannst du halt eben dann mehr oder weniger triggern, dass die halt eben dann mehr oder weniger nur dieses Gebäude angreifen, dich dafür in Ruhe lassen. Es sei denn, so ein Fehlingsgeschütz ist natürlich hier, was man halt eben sieht und dezimiert deine ganzen Einheiten. Von daher gehen wir das Ganze hier ein bisschen mit anders an. Das heißt, wir haben jetzt erstmal hier wieder einen weiteren Schnitt erstmal wieder mit drin. Die Einheiten, die greifen natürlich jetzt erstmal nur dieses Gebäude an. Und solange wir natürlich noch keine anderen Statuen hiermit zerlegt haben, das ist natürlich so das Momentum, sehen wir natürlich die gegnerischen Einheiten, die machen hier bis auf ein bisschen autonome Gegenwehr eigentlich gar nichts. Weil diese Scud-Raketen wiederum, die wären sonst irgendwo mit gewesen und hätten ja gut deine Truppen aus einer sonst wie großen Distanz halt eben mit ihren Antragsbomben instant mit zerlegt, was das Zeug hält. Und ich glaube, diese jeweilige Spielstelle, die wir jetzt haben, das dürfte wahrscheinlich auch schon seit über einer halben Stunde, nachdem quasi diese Mission offiziell gestartet wurde, damit mit eingetreten sein. Also das sieht man, ich schneide das zwar für euch dann hier in fairerweise hier in einer viel eleganteren Weise hiermit zusammen, weil ansonsten hast du hier ziemlich große Probleme, auf gut Deutsch gesagt. Probleme eher so in dem Sinne, weil dich das dann einfach nur übelste Nerven tut, weil halt eben dann diese ganzen Scud-Raketen, die dann nur mit ihren Antriebsbomben mit ausgestattet sind, die machen einen riesigen Areal und toxinieren hier quasi mit alles. Die haben sogar ebenfalls ihre Cash-Bounties mit am Start. Das heißt, Kopfgeld heißt das ja auf Deutsch. Und damit kriegen die natürlich hier haufenweise Kohle. Und dieses Gebäude selbst, also diese Pumpstation, die hält wahnsinnig viel aus. Und somit kannst du quasi deine ganzen Einheiten ohne Probleme oder beziehungsweise nur eine einzige Einheit dort mit reinschicken. Und die restlichen obigen Einheiten, die halt eben sonst zu dir nach unten gekommen wären und quasi deine komplette Basis zerlegt hätten, hätten diese es dann somit dann geschafft, halt eben dich mit zu besiegen, aber durch durch diesen Trick ist es denen glücklicherweise natürlich nicht mit gelungen und das kannst du natürlich dann zu deinen Gunsten dann hiermit klassifizieren. Es gibt auch so einige, sage ich mal, solche Move-Bugs an dieser Stelle, diese Einheiten hier wiederum, keine Ahnung, warum die sich jetzt irgendwo anders sich hinbewegt hatten. Normalerweise hatte ich diese hier dazu, angestochen, auf gut Deutsch gesagt, dass diese sich hier um die ganzen Stingerstellungen sich kümmern sollten. Naja gut, ist jetzt weniger von Bedeutung. Und jetzt sollten wir natürlich so nach und nach anfangen, hier lieber vermehrt Truppen mit auszubilden und beziehungsweise auch diese ja gleich komplett mit zur Basis zu schicken. Weil natürlich halt eben jetzt durch das Zerstören von, ich glaube, 2 oder 3 Stellungen
Einheit verloren. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, dass diese natürlich dann anfangen, hier dich ordentlich hier von allen Ecken und Kanten quasi mit anzugreifen. Und diese paar Truppen, die du hier mit hast, die machen das noch nicht ganz so sehr. Wir legen mal am besten hier mal so ein paar Minen mal mit aus. Falls natürlich dann die Einheiten dann doch hier mit nach unten kommen, dann können wir wenigstens dagegen mit vorgehen. Und dieser Arbeiter, der dort mit steht, ich hatte da mehr oder weniger mit angenommen, dass es quasi eher so ist, der hier eine Sprengfalle dort mit am Start hat und quasi dich davon überzeugen möchte, hier, renn mal da rein, wird hier ja zu deinem Verderben oder was auch immer. Nee, hier sehen wir es natürlich noch. Die Einheiten hier, die sind halt eben überwiegend nur inaktiv. Weil wir wohl erst einmal, ich weiß gar nicht, ich glaube, erst ab 3 Statuen, die du quasi mit zerlegst, müsste es, glaube ich, dann sein, dass die ganzen gegnerischen Einheiten dann aufmachen zu dir hin. Oder hier sehen wir es natürlich noch, na gut, jetzt greifen ein paar Einheiten mehr mit an und ja gut, den Bauern haben wir gleich mit am Start, der gleich noch die ganzen Minen mit Räumen tut. Na gut, was soll's, kann es halt eben nicht alles haben. Also das heißt, das Gebäude, das ist erstmal wunderbar mit gepanzert. Wir können uns erstmal ja ganz gemütlich hier auf- und ausbauen. Und diese Statuen selbst, die wollen wir halt eben dann so zum Ende hin mehr oder weniger mit zerstören. Also hier geht es natürlich noch das primäre Ziel, lediglich nur die ganzen Statuen mit zerstören. Ignoriere mal die komplette Basis der GLA, die hier mit am Start ist, weil juckt dich mal so gut wie gar nicht mehr. Und hat dann somit deine Freude, so mehr oder weniger. Gut, wie dem auch sei. Also diese Mission, wie ich es schon mit erwähnt habe, ist die mit Abstand lästigste Mission ever. Weil, naja, über eine ganze Stunde habe ich dafür mit der Rang gesessen. General, wir müssen die IBG zurückschlagen. Gut. Das Ding mit dieser Mission ist einfach nur, weil die so richtig gehend nervig ist. Deine Einheiten selbst, die kannst du auch sonst wie aufboosten, also die meisten zumindest, kannst du quasi boosten, bis zum geht nicht mehr. Juckt bei den Gegnern aber überhaupt nicht. Die haben zwar keine panzerbrechende Munition, keine panzerbrechende Raketen, keine aufgebrachten Mobs mit am Start oder beziehungsweise auch die Raketenbuggy sind ja nicht hier zusätzlich mit ausgerüstet, aber dennoch schaffen diese Einheiten es dennoch hier deine ganzen geboosteten Einheiten, also zumindest wenn du jetzt hier zum Beispiel noch Nationalismus oder ja Chain Gun Upgrade mit hast, whatever, damit richtest du bei den Gegnern überraschenderweise so gut wie keinen Schaden an. Versteht natürlich überhaupt keiner, aber sehen wir es mal natürlich von der positiven Sache. Gut, das Gebäude ist verdammt nicht mal lange halten, davon abgesehen. Da hier natürlich keine Einheiten mit sind, die natürlich instant hier mit produziert werden, kannst du hier die kompletten Basen hier wunderbar mit zerlegen. Und diese beiden Waffenfabriken, die haben wir hier erstmal gleich mit zerlegt. Nur für den Fall der Fälle, falls da doch mal ein paar Einheiten mal mit rauskommen sollten. Hier setzen wir auch mal, einen Boost mal mit ein. Und dieser ist eigentlich nur für einen einzigen Moment so mitgegeben. Und zwar, dass wir quasi in der Lage sind, so viele Einheiten wie nur möglich mit zu zerlegen, damit wir dann es schaffen, nur diese Statue dort oben mit zu zerstören. Und dann müssen wir uns natürlich mit beeilen, weil ja erst dann die ganzen Einheiten anfangen, hier mit ihren, mit ihren Geschwader quasi zu uns mitzukommen. Und von daher sind diese Einheiten dort eigentlich ja gut gezielt zwar verloren, soll uns mal relativ weniger stören. Wir zerlegen jetzt einfach noch so die restlichen Statuen und dann sollte zumindest der ganze Spaß hier mal mit geklappt haben. Aber genau, wenn natürlich quasi jetzt dieser Satz kommt, wie der Großteil der Stadt ist natürlich jetzt mit befreit, dann kommen jetzt, wie wir es auch jetzt hier unten rechts mit sehen, ne, unten links meine ich, dass ja halt eben dann jetzt hier dort sehr, sehr viele Einheiten mitkommen. Und gut, das ist zwar jetzt nur so ein kleiner Vorgeschmack an Einheiten, der natürlich hier mitkommt. Also, man darf mit bemerken, wenn du vielleicht noch etwas länger hiermit gewartet hättest, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt überhaupt hiermit eingetreten ist oder nicht, dann wirst du hier komplett mit überrannt. Müssen wir mal selber mal gucken, weil diese Aufnahmen hier selbst, die sind vielleicht auch schon vor einer Woche zuvor mal mitgemacht worden. Währenddessen ich das jetzt für euch hier nur noch so nachträglich mit kommentiere. Aber na gut. Und ja, das wirklich Nervigste sind halt eben dann die ganzen Raketenbuggies, die ganzen Scud-Stellungen, die zum Glück jetzt erstmal nicht mehr alle mit da sind. Weil das primäre Ziel ist es natürlich, diese ganzen lässigen Scud-Stellungen
erstmal mit zu zerlegen, weil dann hast du somit weitaus weniger Stress, also für einen Teil erstmal. Und von daher nutzen wir erstmal noch die beste Gelegenheit, noch diese letzte Statue hier noch mit zu zerstören. Das gelingt natürlich jetzt mit den paar Einheiten jetzt nicht mehr. Aber zum Glück haben wir hier noch ein paar Einheiten noch mit am Start. Und das ist jetzt so gesehen zum Glück nur noch die allerletzte Statue, die es hier noch mit zu zerlegen gibt. Gut, ansonsten muss ich natürlich generell mit sagen, solche Missionen im Allgemeinen, sei das jetzt hier diese oder jetzt irgendeine andere Mission aus irgendeinem anderen Spiel, muss ich ehrlich sagen, finde ich einfach nur nervig. Denn du bist mehr damit gezwungen, halt eben entweder zeitlich zu agieren oder dass du quasi mit berücksichtigen musst, wie in diesem Fall, dass jetzt hier das internationale Ansehen jetzt nicht auf Null sinkt. Das heißt, deine Offensive selbst, die kannst du zwar aufbauen, aber die wird natürlich eh nicht lange halten, weil, ist einfach so, weil die, ja, also, einfach weil, keine Ahnung, aber zum Glück ist es jetzt nur noch das letzte bisschen, was wir jetzt hier noch an Truppen noch mit hinschicken. Und wie man natürlich auch mit sieht, habe ich ja auch hier des Öfteren hier mal das Spiel mal zwischen mit gespeichert, weil es ist auch, welche Überraschung, des Öfteren mal mit aufgetreten, dass entweder mal das Spiel mit abgekackt ist, spontan versteht sich, oder dass du quasi halt eben dann an einigen bestimmten Stellen einfach mal das Spiel aus Sicherheitsgründen nochmal neu gespeichert hast, für den Fall, du hast es jetzt irgendwo mit verkackt und müsstest halt eben dann über 10 Minuten Spielzeit dann nochmal nachholen und darauf hätte so keiner so großartig Lust. Deswegen ist das ja die letzte Statue, die wir mit zerstört haben und das war es dann an dieser Stelle. Gott sei Dank. Also ich glaube, knapp 1,5 Stunden habe ich an dieser Mission mit dran gesessen. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, haut rein.